Herzlich willkommen zurück zu einem Video. Was hat denn Hier der wieder auf unserem genommen? Kanal. Jetzt einmal die Vorführung von Waschbären. Kann ja die Augen kaum aufhalten, ey. Was ist denn hier los? Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Support a Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator-Code neu eintragen müsst. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Oh Gott, ich auch. Hallo. 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 Guck mal mich an. Hallo. So. Hallo. Jo. Okay. Ups. Oh, draußen. Jetzt guckt er nochmal. Ja. Jetzt bin ich wieder zurück. Waschbär. Der Waschbär. So, also. Lass uns mal in den Shop reingucken. Also, er gleich spielt jetzt in der Folge auf Bekifft. So, erstmal möchte ich sagen, dass es von Epic Games enttäuschend ist, zu sehen, dass ihr jetzt auch noch den OG-Playern den letzten Rest genommen habt. Und zwar, nö, sie haben euch nicht den Rest genommen, sondern sie haben euch den Resten Rest gegeben. Ja, genau. Oh ja. Gott, jetzt bin ich so bekifft. Guckt jetzt mich mal an. So, sie haben euch den letzten Rest gegeben. Ja, wer sich die Videos momentan anguckt von den anderen Streamern, da kommt Michael. Die helle Freude auf, würde ich sagen, oder? Wenn man sieht, wie sie versuchen, 90s zu machen. Ich meine, ich krieg's ja eh das ist so nicht witzig hin. Gewesen. Insofern, für mich ist es völlig egal. So, aber. Ja, Leute, also ich sag's jetzt mal so. Ich habe ja gestern im Daily Shop Video gefragt, Leute, soll ich GTA bringen? Und dann kam 82% Ja-Stimmen und 17% Nein. Heißt. Es kommt GTA auf dem Zweitkanal, der ist jetzt gerade noch nicht verlinkt, aber der Zweitkanal wird dann in ein paar Tagen bis eine Woche oder sowas online gehen und dann kommt dort GTA. Wir haben ja noch einen. Stimmt, ja. Ja. So. Also unverlinkt, ihr könnt ihn jetzt schon mal abonnieren, der heißt jetzt gerade noch Fortnite Daily Clips, aber dann kommt dann GTA. Ja. So, wir gehen in einem Shop vom 28.08.2019 und wir sehen den Schlachtenhund mal wieder, oh den mein Gott, Sonnenvogel, das Ewigkeiten nicht den animiert. Wir fangen an, ich weiß mal die Augen das zu. Neue Psycho-Paket. Ja, wir gehen da nicht drauf, aber wir fangen jetzt mal an mit dem Schlachtenhund. Okay, ich hab die Augen sogar. Den Battlehound. Der ist geil. Auch schon uralt. Ja, der ist geil, der 10 von 10 ist geil. Nö, von mir geht der nicht 10 von 10, von mir geht der 8 von 10. 8 von 10? Ja. Eine Benotung von 3,52 von 5 bei 285 Votes. Das war am 18. März 2018 im Shop gewesen, seitdem 11 Mal und 122 Wonders. Wer kennt ihn nicht? Den Schlachten und den Montana Black Skin. Dann den Silberzahn, den Fang. Den Fang, wie viel gibt's? Für 800 V-Bucks 7 von 10. 6 von 10. Silver Fang. Eine Benotung von 3,125 bei 16 Votes. Das war am 18. März 2018 im Shop gewesen, seitdem 12 Mal und 3 Reminders. Sonnenvogel. Sunbird. Oh. Kennst du damals noch von Skylanders Sunbird? Muss ich ja, mal dran aber da fand ich Sunbird ja, geiler. Das war, ja, klar. Sunbird war die geil. Einer das der war, geilsten das war eine Figur, Charaktere. Die haben wir uns für 40 Euro. Leute, wir sind damals zum Zoll gefahren und haben uns da einfach Skylanders Figuren Sunbird hat mehr als 40 Euro gekostet. Nee, Boomer war das, der 80 Euro gekostet hat. Der uns 80 Euro gekostet hat. Boomer. Wir hatten zu dem Zeitpunkt Sunburn hieß es. Sunburn, nicht Sunbird, Sunburn. Leute, das war so brutal. Eine Figur müsst ihr euch überlegen. Kennen die Leute doch sowieso. Ja, nicht immer jeder. Also Leute, es gab damals in Skylanders eine normale Figur und eine Limited Edition davon. Und wir hatten uns gedacht, Herr Gleich und ich waren damals extreme Suchtis davon von dem Spiel. Also wirklich, wir haben das Spiel geliebt. Definitiv, ja. Und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt gehen wir uns doch mal 7 Figuren einfach mal kaufen. Wir haben an dem Tag 7 Figuren gekauft. Und es waren alles Limited Editions. Und die haben wir dann beim Zoll abgeholt, da sind wir eine Stunde oder 2 Stunden gefahren und dann wieder eine Stunde oder 2 Stunden zurückgefahren. Und standen dann noch im Stau, das weiß ich noch. Und dann hatten wir noch Ärger mit Frau Jetzt. Das kann, ich kann mich noch so dran erinnern, ich kann mich noch genau an dieses. Scarlet and Genie war. Oh, ja, das. Oh, Scarlet and Genie war teuer. Ja, jetzt kriegst du sie wahrscheinlich nachgeschmissen. Ne, für 50 Euro immer noch. Meinst du immer noch? Ja. Damals, oh Gott, das ist ja auch so witzig. Gleich hat sich damals immer gesagt,
Herr Sofort, packt die nicht aus der Verpackung raus. Die wird bestimmt noch viel, viel mehr wert. In ein paar Jahren ist die über 200 Euro wert, 100 Euro wert. Doppelte. Ja, nichts ist draus geworden. Nix, gar nichts. Ne. Ja. Ich hab die manche sogar immer noch verpackt. Ja. Ja, Sonnenvogel, kommen wir wieder zurück zu Fortnite. Sonnenvogel kriegt hier von mir 7 von 10. 7 von 10 von mir kriegt Sunbird. 6 von 10. 4,085 bei 1.7.2018 im Shop gewesen, sind 6 Mal und 132 Reminders. Der zweite Stil habe ich dir gerade immer schon gezeigt. Echt? Ja. Dann kommen wir zu dem Hypnor und den finde ich ziemlich crazy und dann passt er auch zu mir. By the way, Leute, ich habe heute gleich zerstört mit Monopoly und deswegen hat er mich gehasst. Ja, komm, in der ersten Runde habe ich dich zerstört. So. Oh Gott, wie gucken wir denn? So, Hypno für 1200 V-Bucks. Ich bin auch hypnotized. So. 6 von 10. Kriegt von mir auch. Nee, kriegt von mir 8 von 10. 3,6555 bei 49 Wurzeln ist am 8. März 2019 im Shop gewesen. Seit dem 5 Ball und 41 Reminders. X-Tag. X-Tag kriegt von mir 7 von 10. Von dir kriegt X-Tag. Für 800 V-Bucks kriegt von mir auch 7 von 10. Eine Benotung von 2,05 bei 20 Wurzeln ist am 8. März 2019 im Shop gewesen. Seit dem 6 Ball und 3 Reminders. Sonnenaufgang. Finde ich ein bisschen besser, 8 von 10. Ja, kriegt von mir 7 von 10. 3,085 bei 24 Wurst war erstmal am 8. März 2019 im Shop gewesen, seit dem 6 Mal und 6 Reminders. Das war's mit dem Set, dann kommen wir zum Halunken. Oder Halunke, der bekommt von mir 6 von 10. 1500 V-Bucks kostet der Teil, kriegt von mir 7 von 10. 2,95 von 5 bei 20 Wurst war erstmal am 3. Juni 2018 im Shop gewesen, seit dem 10 Mal und 17 Reminders. Sternstab, kriegt von mir. Mach mal den Werkzeugeffekt, da sieht man nämlich die Sternchen fliegen normalerweise. Kriegt von mir 6 von 10. Jo, passt. 3,7255 bei 18 Wurzeln, das war am 19. März 2019 im Shop gewesen, seitdem 7 Mal und 26 Reminders. Dann kommen wir zum Waffenexperten, bzw. zum Munitions-Expert. Für 1200 V-Bucks. Was kriegt er von dir? Ja, 2 von 10, sorry, aber. Finde ich auch nicht so toll, kriegt von mir 3 von 10. 3,625 bei 90 Wurzeln ist beim 7. November 2017 in Schock gewesen, seit dem 38 Mal und 54 um anders. Gut geölt. Gut geölt. Das ist geil. Ist schon ziemlich cool, definitiv, ja. 500 V-Bucks für das Teil, kriegt von mir 10 von 10. 7 von 10? Richtig. 10 von 10. 10 von 10. Richtig geil. Ja, von mir auch 10 von 10. Ist ja. 4,0555 bei 20 Votes, das war am 24. Februar 2019 im Shop gewesen, seitdem 3x 25 Reiners. Burpee. Der Burpee mit den zwei verschiedenen Styles. Genau. Kriegt von mir. Das 7, ist geil, 8 von 10. 8 von 10, ja. 3 von 5 bei 8 Votes, das war erstmal am 3. August 2019 im Shop gewesen, seitdem 2x und 3 Reminders. Dann kommen wir zum Quadratstrom. Klick da mal bitte durch die Modelle. Für 500 V-Bucks das Teil, finde ich nicht so toll. Kriegt von mir 6 von 10. 4 von 10, sorry. Keine Benotung und ein Reminder. Jetzt kommen wir zum Borderlands Skin hier. Psycho Bandit. Also erstmal fangen wir erstmal mit dem Psycho-Band. Also das Backpack. Wir müssen aber das komplette Set bewerten, ne? Ja, ja, klar. Das Backpack ist schon mal richtig geil. Ich finde auch, Borderlands ist sowieso cool. Das Psycho-Bandit ist auch mega geil. Zeig mal das Backpack, bitte. Das ist richtig cool. Krieg von mir 8 von 10. Von mir kriegt das Teil insgesamt gesehen 10 von 10. Auch mit der Picke zusammen? Auch mit der Picke zusammen. Von mir kriegt er auch mit der Picke 8 von 10. 3,085 bei 13 Votes und einem Reminder. So, jetzt bewerten wir nochmal den Shop. Und der Shop gefällt mir heute ziemlich gut, muss ich sagen. Also, der Shop, da sind saugeile Items drin und ich gebe dem ein Love It. Okay, ich hätte ihm jetzt mehr gegeben, aber dann einigen wir uns auf Love It. Okay. 616 Love It, 923 It's mehr und 3259
hated. Es sind immer zu viele Hated. Ja gut, also die auf der rechten Seite finde ich persönlich auch nicht so gut, muss ich sagen. Und den Schlachtenhund. Ja, Hextech. Am geilsten, also mein Highlight ist das Psycho-Paket. Mein Highlight ist dieser hier. Der Schlachtenhund. Der Schlachtenhund. Herrlich. Ja. Obwohl er schon so alt ist und schon so oft drin ist. Ja, der ist geil. Den habt ihr damals schon gehabt, als ich mit dem Spiel angefangen habe. Ich weiß. Okay. Ja, ist der noch rein. Oh, tschüss.